herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute will ich mal vom Bauhaus diesen Tisch aufbauen, der umgedreht ist. Ich will nämlich, dass diese Holzdinger da wegkommen. Der Tisch und die ganze Scheiße da unten auch. Und dass der Tisch dann hier vorne steht. Heute Abend hole ich noch so eine Art Hebebühne ab, damit man das Motorrad auch angenehm hier hinstellen kann, um dann mal dran zu schrauben. Ich werde jetzt versuchen, in der nächsten Zeit diesen Tisch aufzubauen. Ich will euch einfach mal da ein bisschen mitnehmen. Every day, every night, all the time. Every day I need an ounce and a half. SP, the only flow that you know, with a bounce and a half. Listen kid, I need a mount in the cast, so I can roll up, hop in the whip and like bounce to the ab. I get high cause I'm in the hood, the guns is around. To take a blunt, just to ease the pain and humble me now. And I'd rather roll something up, cause if I'm sober dog, I just might flip, grab my guns and hold something up. I get high as a kite, I'm in the zone all alone, motherfucker, case I'm dying at night. So I roll them up, back to back, fat as I could. You got beef with Styles P, I come to splatter the hood. Every day, every night, all the time. Every day, every night, all the time. Hey yo, I smoke like a chimney. Matter of fact, I smoke like a gun. When a killer see his enemy, I smoke like Bob Marley did. Add to that, that I smoke like the hippies did back in the 70s. Spit with the finishing touch. Get this, that I'ma finish you before I finish the Dutch. I get high like the birds in the plains. I get high when bullets hit faces after words exchange. I get a rush off the blood on the walls. You understand, like the M5 pedal when it's touching the floor. I get high cause fuck it, what's better to do? And I'ma never give a fuck cause I'm better than you. Every day, every night, all the time. Every day, every night, all the time. I'ma smoke till my lungs collapse. I'm from an era where niggas cause terror over guns and crack, where dollar bill is powerful. I smoke weed cause time seems precious, and I know what an hour do. High for a living, got to ride for a living, with my real gangster niggas that'll die for a living. Shit, I get as high as I could, cause if you see things like I see things, I'ma die in the hood. Motherfucker, understand it's full surface to you. I don't smoke the weed if it ain't purple or blue. And you can name any rapper, if you want he could die. This is SP dumping in you, bitch, I get high. Every day, every night, all the time. Every day, every night, all the time. I am the ghost. White people hate me, they say that I'm using my privilege for evil, I get it, hey. Black people hate me, they say that I'm racist, my feelings don't match with their message, whoa. Feminists hate me because I believe that their movement is angry and sexist, whew. My girlfriend hates me and I don't know why, but I love her, whatever, forget it, yeah. And gay people hate me cause when I see something I don't like, I say that it's gay. Straight people hate me for having the balls to go say what they think and that makes them afraid. Dumb people hate me for making the music containing the truth to expose all the ways. The government robs them, the pop culture kills them, the rappers convinced them to ruin their brain.
Go ahead and say all of that wild online, man. You might need a doctor, Phil, if you catch me outside. And I will not apologize if you ain't one of mine, fam. I cannot afford to give a if it was finance. They been hating, I think it's stupid funny. Haters, fake friends, making me stupid money. They been hating, making me famous. Keep hating, you're wasting all of your energy on me. Everyone hates me for something or makes something up when they hate me for nothing. They claim I'm a Satanist, Hitler's my cousin. I beat up a kid, I killed Bambi while hunting. Hey, I heard he's Illuminati. So, der Schrank ist jetzt soweit fertig aufgebaut. Das Ganze hat mich ca. 1,5 Stunden gekostet. Hier oben ist ein Ablagefach. Wir haben hier die Befestigung, wo man Werkzeug reinstecken kann. Ich habe hier noch von dem Folie-Dip einfach mal ein bisschen Folie. Vom Bauhaus habe ich hier noch eine kleine Lampe, die man einfach über USB laden kann. Das ganze Ding ist von Wiesent. Hat diese drei Schubladen. Hier habe ich schon mal ein paar alte Teile reingelegt. Und hier noch eine in groß. Hier unten noch das kleine Fach. Wir haben hier eine 15 Watt Halogenlampe. An der Seite eine Vierer-Steckdose mit Haken zum Sachen aufhängen. Das ganze Ding hat mich 250 Euro gekostet. Die Maße sind 114x61x160. Das ganze Ding wiegt 47 Kilogramm. Die Platte ist 15 mm dick und aus Bambus. Die Schrauben haben keine Kontermutter, die drehen sich einfach nur ins Alu rein, auf der anderen Seite. Darum braucht man auch nur den Schraubendreher eigentlich als Werkzeug. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ein Akkuschrauber. Der macht das Ganze deutlich angenehmer und verkürzt die Zeit. Ja, viel mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen. Die Anleitung war perfekt, würde ich sagen. Es war alles sehr schön geschrieben. Es hat alles gepasst, wie man es eigentlich erwartet. Hier nur nochmal nice to know, der Wagenheber bzw. Motorradheber. Die Verpackung wieder mal verkehrt rum. Den Link packe ich dazu in die Beschreibung. Und dann war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 200 und der Kopf ist wieder frei. Kein Platz in meinem Auto, ab dem Moment für mich allein. Schalt deinen Gang runter und ich zieh an dir vorbei. Mach das Handy aus und verliere so die Zeit.